Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Trek Online in der Erweiterung an Paralleled. Und hier wird der Geschichtsbogen im Bereich Könige und Königin fortgesetzt, und zwar mit der Story-Mission Situation unter Kontrolle. Ich würde mal vermuten, so unter Kontrolle wird die Situation nicht sein, aber lassen wir uns mal überraschen. So als Beschreibung haben wir, schließen sich mit den Ätherianern zusammen, die einen Angriff der Borg in einer alternativen Dimension untersuchen. So, und da soll ich mich jetzt hier mit der Anführerin in Verbindung setzen. Das Ganze übrigens wieder eingebettet in eine besondere Aktion. Informationsvideo dazu packe ich euch hier in die Infokarten rein, wenn ihr euch mal anschauen wollt, was denn alles in dieser Erweiterung neu ist. Aber wir bringen jetzt erstmal die Situation unter Kontrolle. Before committing to a full operation there, we want to learn more. To that end, I've dispatched the Aetherian starship Unity to the Jurette system. The crew will attempt to modify the Iconian gateway to serve as a trans-dimensional portal. If successful, a small fleet will travel to the other dimension and conduct a reconnaissance operation. Alliance Command and I agree. Your experience will be of great value on this mission. Please meet with the Unity near the gateway in the Jurette system. We must prevent another Borg incursion, if possible. Okay. Immer diese Schmeicheleien. Ich komme mit Neuigkeiten. Es gibt einen weiteren Angriff der Borg in einer alternativen Dimension. Bevor wir eine echte Operation beginnen, wollen wir mehr herausfinden. Um dies zu erreichen, habe ich das Schiff Unity der Ätherianer in das Jurette-System ausgesandt. Die Crew wird versuchen, das ikonianische Portal so zu modifizieren, dass wir es als transdimensionales Portal verwenden können. Sollte dies Erfolg haben, werden wir eine kleine Flotte in die andere Dimension schicken, um dort die Lage zu erkunden. Die Führung der Allianz und ich sind uns einig, dass Ihre Erfahrung bei dieser Mission von großem Wert sein wird. Bitte treffen Sie sich im Jurette-System nahe des Portals mit der Unity. Wenn wir können, müssen wir diesen neuen Angriff der Borg unterbinden. So, als Belohnung gibt es hier einen Typ 14 Shuttle. Was haben wir denn hier? Nicht kämpfender Begleiter. Okay, alles klar. Das Ganze, wie gesagt, hier in die aktuelle Aktion mit eingebunden. Die Mission akzeptieren wir mal. Das Ganze hier übrigens aufgezeichnet im Rahmen eines Livestreams. Den packe ich euch hier auch mal in die Infokarten mit rein, wenn ihr euch das nachträglich noch anschauen wollt. So, dann machen wir uns mal auf den Weg ins Jurette-System. Hier wird schon fleißig spekuliert im Chat, ob und wann es vielleicht den Typ 14 Shuttle spielbar bekommen werden. Es wird gemutmaßt, vielleicht als Promo. Warten wir es mal ab. Ja, euch weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. System verlassen. Das ist schön, Frau Flo. So, raus, raus, raus. Mächtiges kleines Schiff, so ist es, Peter. Oder ein mächtig kleines. So, das Jurette-System. Auf geht's. Schön, dass der Autopilot heute mal funktioniert. So, sind ein paar Meter. Da können wir mal ein bisschen Transwarp einschalten hier. Nein, nicht in die Sonne. So, weit ist es nicht mehr. Ich
bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe bis jetzt nur spoilerfreies Gutes zu dieser Mission gehört. Bin gespannt, ob sich das dann hier gleich auch bewahrheiten wird. So, da knubbeln sich schon ein paar Spieler. Ein untrügerisches Zeichen, dass wir hier richtig sind. Im Japori-System. Na, ist aber denn hier nicht richtig? Wo müssen wir denn hin? Oder müssen wir zum Portal? Ah ja. Hier sind wir richtig. In Lobistore, das könnte man natürlich auch spekulieren, Galaxy-Fan. Vielleicht kommt es aber auch gar nicht, wer weiß. Persönlich finde ich gut, dass es bei der aktuellen Aktion auch Lobis gibt im Standard. Gut, wir beginnen die Mission Situation unter Kontrolle. Willkommen im Jurett-System und seinem ikonianischen Portal. Admiral Kumake? Ja, die Ätherianer haben angesichts meiner Erfahrung in der letzten Zeit um meine Hilfe bei dieser Operation gebeten. Ich vermute, sie sind aus ähnlichen Gründen hier. Ja, ich bin froh, Sie an Bord zu haben, Admiral. Ich koordiniere unsere Anstrengungen, das Portal mit unserem Ansprechpartner bei den Ätherianern zu modifizieren. Wenn wir erfolgreich sind, kann das Portal uns als transdimensionale Leitung dienen, durch die wir unsere Mission ausführen können. Wir würden Ihre Hilfe hierbei zu schätzen wissen. Nein, danke. Ich habe keine Lust zu helfen. Verstanden, wir treffen uns beim Portal. Ikonianer das jemals getan haben, wie wir es hier gleich tun werden. Ich glaube, die Frage ist irrelevant. Hauptsache, es funktioniert. Ich rede schon wie ein Borg. Alles irrelevant hier. So, Portal abstimmen. Die benötigte Frequenz liegt zwischen 88 und 108 Megahertz. Ja, höher, höher, höher. Noch höher. Stunden später. Frequenz gefunden, fortfahren. Da kommt ein Signal durch das Portal. Nur Audio, es ist die Sprache der Ikonianer. Schießen Sie los. Von der Ikonianischen Allianz. Unsere Biosphäre wird von den Borg angegriffen. Wir bitten sofortige Unterstützung. Ich wiederhole, hier spricht... Anscheinend ist der Angriff der Borg auf der anderen Seite eskaliert. Genau, uns wurde befohlen, die Situation in dieser Dimension zu beurteilen. Und ich denke, genau dafür ist die Zeit nun gekommen. Ja. Leider gibt es da ein Problem. Was ist los, Admiral? Komm mal in Wallung. Wir haben hier gerade einen Notruf empfangen. Once
Oh, sobald sie aktiviert wurde, muss die transdimensionale Leitung offen bleiben, um uns als Anker zu dienen. Jedes Schiff, das zu Raumflügen fähig ist, kann sie dann benutzen. Freund und Feind gleichermaßen. Ich verstehe. Was schlagen Sie vor? Ein einzelnes Schiff sollte hier auf dem Posten bleiben, um das Portal zu überwachen. Sollte es notwendig werden, kann dieses Schiff das Portal schließen, damit es nicht von feindlichen Kräften benutzt wird. Unter diesen Umständen denke ich, dass die Reskava am besten für diese Aufgabe geeignet ist. Also ich finde, mein Schiff ist am besten geeignet. Warum kann ich denn nicht hier bleiben? Ich würde diese Angelegenheit gerne mit Ihnen persönlich besprechen, Admiral. Bitte beamen Sie sich zur Reskava herüber, sobald Sie können. Also gut, Admiral, ich werde bald eintreffen. Was mag los sein, dass sie persönlich mit mir sprechen möchte? Huch. Hallo, Halluzinationen? I may not be a reliable ally. Therefore, I shall remain here on Overwatch. I realize the impact this could have on the mission, and I hope you understand. Admiral, the Ethereum Commander is requesting permission to beam aboard. Permission granted. Cordial greetings. I am Leader Grendat Bex of the Starship Unit. I look forward to working with officers of your caliber. Thank you. Though I will not be joining the two of you. I understand, Admiral. Having a vessel on station to guard the gateway is logical. I have the utmost confidence in this group. After all, through harmony, we are secure. Yes. And through unity, we are strong. Quite so, Admiral. Then I won't keep you any longer. Safe journey to all. Energize. Ja, gute Reise. Und dir gute Besserung. Ja, noch das Trauma der letzten Episode. Und natürlich, klar, wir sind die Sternenflotte und wir machen das schon. Begeben Sie sich in das Portal, wenn Sie bereit sind. Sind wir bereit, liebe Zuschauer? Ich nehme es an. Ich habe leider nicht genau hingehört, Galaxy Fan. Ich habe da jetzt keinen V'ger-Sound gehört. Aber mir ist das schon an verschiedenen Stellen im Spiel aufgefallen, auch bei anderen Missionen, dass plötzlich dieses V'ger-Geräusch da war tatsächlich. Also du wirst da sicherlich richtig gehört haben. Da gehe ich fest von aus. Ui, die sind aber energisch hier. Unidentifiziertes Schiff, ich bin Magistrat Villa von der Ikonianischen Allianz. Auf wessen Seite stehen Sie? Ich bin Admiral Sir Jason von der Vereinigten Föderation der Planeten. Federation. You speak of an entity that no longer exists. It's
Föderation? Sie erwähnen da ein Gebilde, das nicht mehr existiert. Erklären Sie das, Admiral, und zwar sofort. Kurz gesagt, wir sind aus einer alternativen Dimension und wir sind hier, um zu helfen. Gute Frage, Peter. Ob das das Kelvin-Universum sein könnte? Ich habe da keine Anhaltspunkte aktuell. Also gut, ich werde Sie beim Wort nehmen. Sollten Sie uns hintergehen, dann werden Sie den höchsten Preis bezahlen. Verstanden, Magistrat. Sir Jason, Ende. Okay, das hätte ich auch ohne deine Ansage gesehen, dass wir hier ein paar Borg haben. Kümmern wir uns drum. Gut, dass sich die Raumschiffe der Borg nicht anpassen. Kann man sich auch fragen, warum eigentlich, ne? Also hier im Spiel zumindest. Okay, Galaxy-Fan glaubt, dass das hier nicht die Kelvin-Zeitlinie sein kann. Interessante Diskussion. Da habe ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht. Ja, ne? Dass sie sich anpassen, Galaxy-Fan, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Das fiel mir jetzt gerade so spontan ein. Imhoff. Ich helfe dir. Einen Moment Geduld noch. So, geholfen. Eine vollständige Invasion. Um Himmels Gottes Willen. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir bekommen hier draußen nicht viele Schiffe der Sternenflotte zu Gesicht. Es ist gut, dass Sie hier sind. Alle Schiffe der Allianz, die in Reichweite sind, haben mit maximaler Warpgeschwindigkeit Kurs auf uns gesetzt. Wir müssen hier nur die Stellung halten, bis die Kavallerie kommt. Verstanden. Genau, Peter. Können Sie nicht. Im Spiel zumindest nicht. Weiter gegen die Borg kämpfen. Alles klar. Haben sich natürlich auch hier ein bisschen gespart, neue Locations zu zaubern. Durch das Recycling der Dyson-Sphäre, aber warum nicht? So, fertig? War das schon die ganze Invasionsflotte? Im Namen der Ikonianischen Allianz will ich Ihnen für Ihre Hilfe gegen unseren gemeinsamen Feind danken. Ich würde mich gerne mit Ihnen treffen, um Möglichkeiten für eine weitere Kooperation zu besprechen. Wir nehmen Ihr Angebot an, Magistrat. Dann sind wir uns einig. Begeben Sie sich zu den folgenden Koordinaten und transportieren Sie sich dann zu meiner Position. Ich freue mich, Sie bald zu treffen, Magistrat. Und Ende. Dem Treffpunkt nähern, ja. Machen wir mal.
Und Energie. Wen nehmen wir denn mit? Ah, das passt schon so. Combat with Horde forces will be inevitable. Since we have not worked together before, you should be aware of my capabilities in battle. Ein Kampf gegen diese Borg wird unvermeidlich sein. Da wir bisher noch nicht zusammengearbeitet haben, sollten Sie wissen, was ich im Kampf leisten kann. Also gut, wie können Sie im Kampf helfen? So, Green Dot Bex hat 2 Fertigkeiten, die Sie im Kampf kontrollieren können. Ach, haben sich wieder mal eine neue Spielmechanik ausgedacht, was? Das fand ich ja damals schon cool, wo man auch mal in andere Rollen schlüpfen konnte. Aber dass man jetzt hier einen Kampfbegleiter hat, dessen Fähigkeiten man hier ein bisschen kontrollieren kann, finde ich echt nicht schlecht. So, die Protonenlanze fügt bis zu 8 Feinden in einer Linie Protonenschaden zu. Die Nanoladung Unterbrechung verleiht ihnen kurzzeitig Immunität gegen Halten und Deaktivieren, stößt ihre Feinde zurück, reduziert den gegnerischen Schadenswiderstand und deaktiviert Feinde für 5 Sekunden. Diese Fertigkeiten können durch Interaktion mit den oben angezeigten Symbolen aktiviert werden. Okay, verstanden. Ui, wie dramatisch. Schön, Sie zu treffen. Ich bin Velar. An meiner Seite ist Bitren, Commander der Sicherheit. Willkommen in der letzten Bastion der Ikonianischen Allianz. Vielen Dank, Magistrat. Wie können wir Sie unterstützen? Der Feind greift das an, was uns am wichtigsten ist, unseren Herzkristall. Wir bitten Sie, an unserer Seite zu kämpfen und um den Kristall vor diesen Invasoren zu beschützen. Wir werden natürlich tun, was wir können. Ich nehme an, ihr habt alle die Mission schon gespielt, oder? Ist noch jemand hier dabei, der SDO spielt und die Mission noch nicht gespielt hat? Wahrscheinlich 5 Minuten, nachdem sie rauskam, oder? Ich musste mich schon ein bisschen zusammenreißen, bis zum heutigen Stream zu warten. Dann sollten wir unsere Kräfte in einer Allianz vereinen. Gemeinsam werden wir triumphieren. Machen Sie Ihre Waffen bereit und bereiten Sie sich vor, auszurücken. Hier entlang. Warte mal, wenn ich ausrücken soll, dann nehmen wir aber... So, damit meine Ausgehuniform nicht dreckig wird. So, für den Fall der Fälle habe ich auch ein Taschenmesser dabei. Ich überlege, ob das vielleicht gegen die Borg sinnvoller sein könnte. Als die Kanone. Naja, wir werden sehen. Ja, habe ich mir gedacht, Peter. Gleich als es ging, ne? Ah, komm. Wir retten euch. Borg-Tentakel. Huch. Danke für die Warnung. Okay, wir müssen noch ein paar Borg mehr besiegen. Most of their cybernetic enhancements are internal,
Wie interessant, diese Borgs sind ganz anders als jene, die ich bisher getroffen habe. Anscheinend sind die meisten ihrer kybernetischen Erweiterungen intern, manche sogar mikroskopisch klein. Das habe ich schon mal gesehen. Das sind die Kräfte einer fehlgeleiteten künstlichen Intelligenz namens Control. Drohnen, die mit einer KI zusammenarbeiten? Möglicherweise haben diese Borg keine Königin oder keinen König. Das könnte ein Vorteil für uns sein. Und wir werden jeden Vorteil benötigen, den wir bekommen können. Auf geht's! Okay, wir haben offensichtlich noch ein paar Kämpfe vor uns hier. Schade, dass die Funktionen, die zusätzlichen, da keine Tasten haben. Keine zugewiesenen Tasten. So viele Leben wurden vernichtet. Naja, jetzt retten wir ja ein paar. Wer schießt denn da und warum? Wie weit schießt denn das Shuttle? Krass. Na, mit der Maus aktivieren. Ja, das finde ich ein bisschen doof. Aber danke für den Hinweis. Also nicht der Hinweis war doof, sondern doof, dass man das so machen muss. So, was ist da hinten los? Die Drohnen wie Sektion 31 aussehen. Ich muss da gleich mal genauer hingucken. Einen Kampf haben wir ja scheinbar noch vor uns. So, läufst du wieder vor? Oder wie? Oder was? Oder muss ich diesmal den Weg selber suchen? Guten Tag, Herr Herold. Ach, jetzt springt er wieder nicht. Irgendwas ist immer. Was, hier kann ich nicht langlaufen? Was ist denn das? Na toll. Okay, jetzt kann ich wieder springen. Der DAX hat sich verlaufen. So. Wir haben die Fährte wieder aufgenommen, nachdem ich hier ungefähr 4,5 Stunden durch die Gegend gelaufen bin und es nicht gefunden habe. Nein, so lange hat es nicht gedauert.
Da stehst du und sagst nichts. Na dann los. Folge dem gelben Steinweg. Wer kennt das noch? Gehe ich mal ganz nah an die Drohnen ran. Sektion 31, ich weiß nicht. So, das war's. Jetzt das Gebäude betreten. Hier rein? Ach ja, hier rein. Immer Vla hinterher. Natürlich sprechen wir mit Lemirin. Sehr gerne. Oh, das denke ich mir, Peter, dass ich noch Gelegenheit bekommen werde, mir die näher anzusehen. So, aber jetzt sprechen wir erstmal mit Lemirin. Admiral, ich bin Matriarchin Lemirin aus Ikonia. Magistrat Villa hat mich von ihrer Ankunft in Kenntnis gesetzt. Ich muss das bedächtiger sprechen, ne? Und ihrer extradimensionalen Herkunft. Anscheinend haben sie eine weite Reise zurückgelegt, um ihr Leben für unsere Sache zu riskieren. Dafür bin ich ihnen dankbar. Vielen Dank, Matriarchin. Der Feind will den Herzkristall unter seine Kontrolle bringen. Ich habe sie hier lange Zeit aufhalten können, aber ich fürchte, dass sie mittlerweile auf dem Vormarsch sind. Wie können wir helfen? Genau, die kennen wir in unserem Universum auch, Peter. Was meinst du mit Dunkel und Leder der Raum? Grafikfehler? Verwenden Sie die Konsole in der Nähe, um mir bei der Verteidigung zu helfen. Vielleicht können wir den Feind gemeinsam vertreiben und den Herzkristall ein für allemal sichern. Also gut, Matriarchin, ich werde Ihnen sogleich helfen. Haben nur auf mich gewartet, damit ich hier die Konsole bedienen kann. Da war ich jetzt überrascht davon, dass ich hier bohren muss. Ein großartiger Einsatz. Gemeinsam konnten wir den letzten Angriff des Feindes abwehren. Der Herzkristall ist vorerst sicher. Aber es gibt noch mehr, das heute getan werden muss. Fahren Sie fort. Ach so, du meintest generell, dass die Gestaltung in unserem Universum ein bisschen anders ist von den Räumen. Okay. Ja gut, da steht ja auch nirgendwo ein Herzkristall oder so rum, ne? Also ein paar Räume.
sind hier scheinbar schon speziell angepasst. Was die Zone an sich angeht, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Dazu bin ich nicht mehr lange zu lange nicht mehr hier gewesen. Quen, unsere leitende Ingenieurin, wird hier in der Nähe belagert. Sie versucht, Verstärkungen zu ihrer Position zu verlagern, aber der Feind konnte dies unterbinden. Geben Sie uns die Koordinaten, dann werden wir helfen. Die Koordinaten wurden übermittelt. Gehen Sie nun, mögen Ihre Anstrengungen von Erfolg gekrönt sein. Na los, gehen wir. Okay. Gut, dann beeilt euch mal ein bisschen. Nicht immer die ganze Zeit verquatschen hier. Sind Personen in Not. Und wir sind die Sternenflotte und so. Gut, denen können wir nicht mehr helfen. Enemy forces are ahead. Prepare for combat. Ja, mit ein paar Drohnen werden wir schon fertig. Okay, und weiter. Okay, lass mal gucken. Ja, die lösen sich zu schnell auf. Aber ich habe jetzt wohl gesehen, dass die Borg hier dunkle Uniformen tragen. Huch. Bumm. Hahaha. Wer kommt denn da? Sela, Enterprise. We picked you up on sensors. Thought you could use a hand. It was my understanding that the cavalry arrived on horseback, Captain. It's the 25th century, friend. We've upgraded. The Iconians are in trouble. Die Kavallerie kommt nicht mehr auf Pferden. Obwohl das lustig wäre, wenn die Verstärkung mal auf Pferden angeritten käme hier. Okay, sprechen wir mal mit Captain Sela. This has been a day of surprises. The last time I saw you, your vessel was burning near the wormhole at the Battle of Bajor. How did you manage to survive? Dieser Tag steckt voller Überraschungen. Als ich sie zuletzt sah, brannte ihr Schiff in der Nähe des Wurmlochs bei der Schlacht um Bajor. Wie haben Sie es geschafft, das zu überleben? Wir waren nicht bei dieser Schlacht, Captain. Wir stammen aus einer anderen Dimension. Ja, könnte sein, Peter. Ah, I see. That would explain a few things, such as the unusual looks you've been giving me since I arrived. I take it the Sela you know is different than the one standing before you now.
Ah, ich verstehe. Das dürfte dann auch so einiges erklären. Zum Beispiel die seltsamen Blicke, die sie mir zugeworfen haben, seitdem ich hier angekommen bin. Ich nehme an, dass die Sila, die sie kennen, anders ist als jene, die nun vor ihnen steht. Das werden wir wohl noch herausfinden, ob diese Sila hier anders sein wird. Was ich mich nur gerade frage, habe ich irgendwo die Story-Abzweigung im Kopf verpasst? Als wir hier angekommen sind, sagte die Chefin hier der Sphäre, es würde keine Sternenflotte mehr geben. Und vor mir steht doch jetzt eine Sternenflottenoffizierin aus dieser Dimension. Oder habe ich jetzt irgendwo die Abzweigung verpasst? Ja, das ist ein ziemliches Understatement, Captain. Wir haben Zeit, später zu vergleichen Dimensionen. Jetzt braucht das Weltherz Schutz. Die Kontrollborg machen alles in ihrer Macht, um es von den Iconians zu stehlen. Wir werden später noch Zeit haben, unsere Dimensionen zu vergleichen. Jetzt müssen wir für den Schutz des Herzkristalls sorgen. Die Control Borg versuchen alles in ihrer Macht Stehende, um ihn von den Ikonianern zu stehlen. Okay, jetzt sind es schon offiziell die Control Borg. Control und die Borg. Eine gefährliche Kombination. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Ihren Captain des Vertrauens. Mid-23rd century, and we're losing badly. The Iconian Alliance is all that's left now. The rest of the galactic powers have been conquered and assimilated. If we go down, there'll be no one to stop them from assimilating the entire universe. Okay, vielen Dank, liebe Zuschauer. Von dort bekomme ich die Information. Eine Handvoll von der Sternenflotte haben überlebt. Also die Sternenflottenföderation gibt es nicht mehr, aber es sind noch Sternenflottenschiffe aktiv und im Einsatz. Danke dafür. So, und Captain Sila sagt, es klingt so, als ob sie einige Erfahrungen mit denen haben. Das ist gut. Wir können jeden Offizier mit dieser Art Erfahrung gebrauchen, den wir bekommen können. Sehen Sie, wir haben diese Verulia seit der Mitte des 23. Jahrhunderts bekämpft und wir verlieren diesen Kampf. Eine ziemlich krachende Niederlage. Die Ikonianische Allianz ist alles, was noch übrig ist. Die anderen galaktischen Mächte wurden alle unterworfen und assimiliert. Wenn wir fallen, wird es niemanden mehr geben, der sie daran hindert, das gesamte Universum zu assimilieren. Wir werden tun, was wir können, Captain. Hoffen wir, dass das genug ist. Den Herzkristall nicht in ihre Hände fallen zu lassen, ist unsere oberste Priorität. Verstanden? Verstanden. Dann sollten wir nun zur Kammer des Herzkristalls zurückkehren. Danke für die zusätzlichen Erklärungen. Ich brauche dringend Hilfe. Warum beamen wir uns eigentlich nicht rüber? Okay, und weiter. So, der Galaxy-Fan meint, also seit der Zeit aus Discovery bekämpfen sie Control und irgendwann haben sich noch die Borg eingemischt. Da hat sich wohl Control gedacht, warum nicht diese Plattform nutzen und Kräfte kombinieren? Genau, warum nicht? Warum nicht? Aber kontrolliert hier wirklich Control? Ah ja, Peter schließt sich der Meinung an.
So, sollen wir ein bisschen schneller laufen? Okay, du verteidigst hier draußen und wir helfen der Matriarchin. Okay, was sollen wir tun? Hier wurde komprimiert, korrumpiert. Was heißt das? Sie sind zurück und gerade noch rechtzeitig. Brauchen Sie Hilfe, Matriarchin? Ja, der Feind versucht erneut, die Verteidigung des Herzkristalls zu durchbrechen. Helfen Sie mir dabei, den Feind aufzuhalten. Wir haben Sie schon einmal aufgehalten, das können wir wieder tun. Okay, was jetzt? Den Herzkristall sichern, ach so. So, alles klar. War's das? Sie passen sich an. Mit jedem weiteren Versuch kommen Sie der kompletten Vernichtung unserer Verteidigung einen Schritt näher. Es muss etwas getan werden. Wie können wir Sie unterstützen? Verteidigerin Tikkett führt die Gegenoffensive hier in der Nähe an, aber sie wurde im Kampf verletzt. Wenn Sie gewillt sind, würde ich Sie bitten, Ihre Position zu verstärken und die Feinde von dort zu vertreiben. Wir sind auf dem Weg, Matriarchin. Das ist auch eine Kleinigkeit. Okay, der Kampf unseres Lebens. Na, da bin ich gespannt. Meinst du, Peter? Und im Unterschied sind die nicht mit der Sphäre zusammengestoßen. Die Discovery nicht mit der Fähre, mit Zora. Hieß doch Zora, oder? Also die KI, die dann draus geworden ist. So, erledigt? Erledigt. Ich finde Zora sehr sympathisch. Tatsächlich. Oder sympathisch dargestellt. So, was ist hier los? Uns wurde gesagt, dass Sie auf dem Weg sind. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie durchkommen. Es tut mir leid, dass ich an Ihnen gezweifelt habe, meine Freunde. Naja, so schwierig war es jetzt hier auch nicht durchzukommen. Also da hatten wir am Anfang jetzt etwas schwierigere Kämpfe zu bestreiten. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ist Ihre Begleitung transportfähig? Aktuell ist das nicht der Fall. Geben Sie mir ein wenig mehr Zeit, dann bringe ich Sie wieder auf die Beine. Es braucht schon mehr als die Borg, um Tikkett von Ikunia zu erledigen. Das bezweifle ich nicht. Ich spüre, dass noch mehr Feinde im Anmarsch sind. Bitte beschützen Sie uns, während ich dafür sorge, dass Tikkett wieder kampfbereit ist. Sie können auf uns zählen. Kampfbereit machen! Ja, wo kommen sie denn? Okay. Nicht zu übersehen, dass sie da kommen. Uiuiui. Na und, werden wir wieder gerettet von der Enterprise? Scheinbar nicht.
Na, man kommt. Die Tentakel sind ein bisschen lästig. Aber mehr bis jetzt auch nicht. Huch, naja, vielleicht sollte man nicht allzu oft drüber laufen. Was ist hier los? An allen Fronten sind sie beschäftigt. Schafft das doch auch ohne mich, oder? Okay, gegnerische Verstärkung. Wo? Ui. Ich sag noch wo. Und dann haut mir das Tentakel hier schon fast ein hinter die Löffel. Also du hattest recht, Peter, ne? War ja klar. Wir kriegen noch reichlich Borg zu sehen. Wow. Oh. Gib mir mal eine Fliegenklatsche hier. Na? Schafft das noch jemand, mich aufzuheben hier von meinen Brückenoffizieren? Eieiei. Gut, wohl nicht. Zehnmal bist du gestorben, Peter. Okay, dann habe ich ja noch neunmal. Ich laufe sehr gerne rückwärts in diesem Spiel. Das sollte ich in der Mission nicht tun. Kommen die auch immer her plötzlich, diese Tentakel? Nein, nicht rückwärts laufen. Oder an der Wand stellen. Dann kann ich auch nicht rückwärts in die Tentakel laufen. Neue Taktik. Na, von hier habe ich doch alles gut im Blick. Okay, was war's, ne? Sie kämpfen gut, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Ich bin Verteidigerin Tikkett und ich bin Admiral Sir Jason. Ich spüre, dass sich noch mehr Feinde der Kammer des Herzkristalls nähern. Werden Sie mir im Kampf beistehen? Werden wir. Geh voraus. Jawohl, lasst uns den Abschaum vertreiben. Ich wusste es doch hier. Gehen Sie voran. So, lass mich mal raus hier. So, wo ist er? Wo ist Tikkett? Du bist Tikkett, oder? Er will aber nicht vorangehen, okay. Wenn er nicht vorangehen will. Dann soll es so sein. Ja, die meisten Charaktere haben ja Wiedererkennungswert, ne? Sehe ich auch so. Finde immer spannend, wie sich die Charaktere in den unterschiedlichen Universen dann entwickelt haben. Ich finde auch, der ganze Storybogen hier ist eine sehr gute Idee gewesen.
Okay, können wir hier rein? Ja. Oh. You know me too well. Mother. Was? Still a lackey of the Federation, I see. Tragic. And you? You're the perfect born. All you do is take, loot and pillage, system after system. The Queen of Thieves. And your reign ends here. Krass. Lange lebe die Königin. Ja. Obwohl, die Rolle von Tascha musste ja schon viel durchmachen. Aber das ist wohl die Krönung. Okay. Ist sie jetzt explodiert oder ist sie weggebeamt oder was ist da passiert? Gibt es gar keinen Kampf? Okay. Ich bin auf die Erklärung gespannt, Captain Sealer. Ich hatte keine andere Wahl. Ich konnte nicht zulassen, dass die Borg den Herzkristall assimilieren. Ihn zu zerstören war der einzige Ausweg. Die Konianer dürften der anderer Meinung sein, Captain. Weggebeamt, okay. The enemy was about to take the world heart. You were in the right, Captain. Though the loss is devastating, we will fight to our last breath to stop the Borg. So vows to Captain of Iconia. Der Feind stand kurz davor, den Herzkristall zu erobern. Sie hatten recht, Captain. Der Verlust wiegt schwer, aber wir werden bis zum letzten Atemzug kämpfen, um die Borg aufzuhalten. Dies ist der Schwur von Ticket von Iconia. Das werden wir alle, Ticket. Da können Sie drauf zählen. Also ich fand das jetzt reichlich unspektakulär, ja. Also es war überraschend, es war eine böse Überraschung an der Stelle. Aber dass wir auch gar nichts machen mussten, keine Konversation, kein Kampf, dass das hier einfach so passiert ist. Mit Tascha und der Zerstörung des Herzkristalls. Das finde ich ein kleines bisschen schade, dass nicht ein bisschen Interaktion in dieser Szene auch drin gewesen ist. So, Beda schreibt, also in diesem Universum hatte Tascha Sila von Romulus weggeholt und Sila hatte nicht ihren Vater gerufen. Mhm. So, also, Sie können drauf zählen. Es gibt noch immer eine Flotte der Borg, um die wir uns kümmern müssen. Solange dies der Fall ist, können sie immer wieder Drohnen zu uns schicken, bis ihr Sieg unausweichlich ist. Wir müssen sofort auf unsere Schiffe zurückkehren. Sie blockieren weiterhin den Transporter. Wir können uns nicht hochbeamen. Was nun? Weltraumfahrstuhl? Wir müssen evac by shuttle. I'll have Enterprise send one down to a suitable landing zone nearby. Okay, wir werden uns mit einem Shuttle evakuieren müssen. Ich lasse die Enterprise eines zur passenden Landezone in unserer Nähe schicken. Also gut, brechen wir auf. Wo ist denn? Ich will mir mal den Herzkristall hier mal angucken hier. Dieses zerstörte Teil, okay. Joa, ordentlich abgeraucht. Kannst du auch merkwürdig, Galaxy Finn? Vielleicht kommt sowas noch. Ja, kann möglich sein. Und wenn sich weggebeamt hat, dann treffen wir bestimmt nochmal auf sie. G
gehe fest davon aus. Vielleicht können wir sie ja befreien aus dem Kollektiv. Okay, da auf der Plattform kann der Shuttle gut landen. Wie kommen wir da hin? Gut, wir müssen bei den Borg vorbei. War ja klar. Komm, lassen wir das mal das Shuttle erledigen. Okay, und weiter. Unendlich viele Peter, ne? Nur nicht im Spiel. Ach, meine Lieblingstentakel sind auch wieder da. Hä? Hä? Bin ich jetzt irgendwo hin teleportiert worden oder ist hier der Überbau nachgespawnt? Was war das denn gerade? Da habe ich einen Knick in der Optik. Stirb! Und weiter. Kommt schon, schneller, schneller. Ich will das Shuttle nicht verpassen. Dauert 45 Minuten, bis das nächste kommt, laut Fahrplan. Jo, die Kontrollblock sterben wie die Fliegen. Also was heißt ich muss? Die waren ja grundsätzlich, diese Spiegelborg, schwerer gestaltet als die regulären Borg. Kommt mir jetzt nicht so vor in der Mission. Gut, wobei es mir grundsätzlich jetzt für eine Story-Mission egal ist. Das sollte keine Beschwerde sein. Da kommt es mir ja mehr auf die Geschichte an. Eine Ortungsbarke. Reicht es nicht, dem Shuttle Koordinaten zu geben? Müssen wir eine Barke aufstellen? Na gut, dem Shuttle ein Zeichen geben. Wir winken mal. Was? Himmel. Jo. Klar. Okay, jetzt habe ich es aus der Nähe gesehen. Mit der Sektion 31 Kostümierung. Himmel. Ich kriege ja gar nichts mehr mit hier. Schon was los hier. Na? Mach was. Das sind auf jeden Fall mal ein paar hier hinten.
An und für sich wäre es gut, wenn wir hier einen Countdown oder irgendwas hätten, dass man nicht alle Borg abwehren muss, sondern eine gewisse Zeit lang durchhalten muss. Also, dass das Shuttle da irgendwo da oben cruist und wartet, bis wir fertig sind mit Kämpfen, bevor es landet, ist ja auch nicht so ganz realistisch. Aber gut, so ganz realistisch, wenn man davon bei Science Fiction sprechen kann. Und so ganz realistisch in dem Sinne ist Star Trek Online ja oft nicht. Beta fasst zusammen. Unsere Borgs sind schwarz und haben ein grünes Leuchten. Die Spiegelborgs sind weiß und haben ein rötliches Leuchten. Die Kontrollborgs sind schwarz und haben ein schwarzbläuliches. SFN, grüß dich, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Ah, jetzt habe ich mich gerade geheilt. Gerade die Funktion ausgewählt. Das passiert mir oft. Genau in der Sekunde. Gib ich einen Geist auf, okay. Boah, hier. Hier ein Wurmgetummel hier auf der linken Seite. Alles prima ist FN. Immer wenn ich STO spiele, ist immer alles prima. Das Shuttle ist fast da. Das freut mich. Jetzt, wo wir auch fast alle Borg besiegt haben. Boah, das ist ein krasses Wurmvieh hier. Hey, du wirst du mir wohl nicht folgen hier? Ganz schön aggro hier, der Wurm. Nee, ist nicht der einzige SF-Fan, wo die Kruganer mal bewusstlos ist. Die lungern hier einfach so rum, weißt du? Urlaub in der Dyson-Sphäre. So, irgendwo ist noch einer, da hinten. So, ich mache jetzt auch mal Mittagspause. Den Rest kann die Kuh erledigen. Danke, danke, SFN. Auf die Abreise vorbereiten. Packen wir die Koffer. So. Wir sind im Geschäft. Das Shuttle wird gleich eintreffen. Sind Sie bereit? Allzeit bereit, immer bereit. Ankunft des Shuttles vorbereiten. Was muss ich noch vorbereiten? Es kommt jetzt an und wir fliegen los, oder was? Ach du liebe Zeit. Okay, von der Szene her ist es dann doch so, dass das Shuttle ankommt, während noch Borg zu bekämpfen sind. Okay. Dann passt es ja wieder von der Story her für mich. Stiller Jubel. Die Pfützen verschmelzen, was? Was? Ist das? Ja. Genau, was er findet. Okay, da würde ich auch nicht lange diskutieren. Bleib du hier, wir fliegen weg. Venom, jo. Durch Harmonie sind wir sicher. Pass auf dich auf. Wir sehen uns wieder. Tschüss. So, jetzt müssen wir noch kämpfen gegen die Borg, ne? Ja. Ach, da ist sie ja wieder. Die Borg-Königin Tasha Yar.
Die Zerstörung des Herzkristalls war ein Rückschlag, aber jene, die ihn geschaffen haben, leben weiter. Durch ihre Assimilierung wird all ihr Wissen unser Wissen sein. Es wird mein Wissen sein. Aha, aha. Eine egoistische Borgkönigin, genau, es erfährt. Durch Harmonie sterben wir friedlich. Ihre Arroganz wird ihr Untergang sein. Es ist Arroganz, wenn man aus einer überlegenen Position heraus spricht? Ich denke nicht. Lassen Sie mich Ihnen ein simples Grundprinzip der Kriegsführung erläutern. Vertrauen Sie mir, dies wird eine schnelle, aber schmerzhafte Lektion. Tatsächlich wird es die letzte Lektion sein, die Sie je lernen, bevor Sie assimiliert werden. Soweit kommt's noch. Roter Alarm, alle Mann auf die Gefechtsstation! Das wird heute enden, ein für alle Mal. Na, wenn das nicht zu groß ist, das Vorhaben. Vielleicht diese Invasion hier. Aufmüpfig bis zum Ende. Ja, cooles Schiffchen finde ich auch, Peter. Ui, 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 ui. Ach, so schnell konnte ich nicht mehr reagieren. Gut, dann regelt die Enterprise F das jetzt, bis ich wieder da bin. Sollte mich nicht mit zu vielen von diesen Borg gleichzeitig anlegen. Das schaffe ich dann doch nicht. Also einfach mitten reinfliegen war gerade ein bisschen too much für das Schiff. Gut, sind ja jetzt aber auch nicht mehr viele Borg da. Das müsste eigentlich funktionieren. Hier sind es jetzt Kontrollsonden. Am Anfang hießen die ja, wie war das? Unidentifizierte Sonden. Da wussten wir es noch nicht, oder? Ja, doch, manchmal klappt's, Peter. Manchmal klappt's. Manchmal klappt's. Ah, jetzt wird doch assimiliert. Schön, dass sie mir Schiffe zur Assimilierung bringen. Wie sie sich verächtlich mit Mutter und Tochter anreden. Ja, wir brauchen ein bisschen Verstärkung. Komaki? Ah ja, die Königin der Borg besiegen. Versuchen wir mal. So. Bye bye, Mutter. It's over. For now at least. The loss of their queen will slow them down for a while, but they'll be back. Es ist vorbei, zumindest vorerst. Der Verlust ihrer Königin wird sie eine Weile aufhalten, aber sie werden sicher zurückkehren.
müsste Control das nicht regeln können? Wir werden tun, was wir können, um zu helfen. So, das FN hat auch noch eine gute Idee. Am Ende mit Borgkönig Kim, während der eigentliche Kim bei uns ist. Und diesmal Tascha Borgkönigin und am Ende als Überraschung und deren Tochter, die aber eigentlich auch Tascha ist. Jawohl. Wir erwarten jegliche Hilfe, die sie uns bieten können. Bis dahin werden wir weiterkämpfen. Die Ikonianische Allianz ist noch lange nicht am Ende. Viel Glück, Captain. Es gab eine Zeit, als Ikonia noch keinen Herzkristall hatte. Damals mussten wir uns auf uns selbst verlassen. Vielleicht ist es die Absicht des Universums, uns wieder zu dieser Lebensart zurückzubringen. Vielleicht werden wir Hoffnung für die Zukunft finden, selbst an einem finsteren Tag wie diesem. Wir werden tun, was wir können, um Ihnen eine strahlende Zukunft zu sichern, Matriarchin. Ich möchte mich schon auf diese strahlende Zukunft, eine Zukunft ohne die Bedrohung durch die Borg freuen. Mögen Ihre Reisen sicher und erfolgreich sein. Bis dann, Matriarchin. Den Befehl zu erteilen, das Portal zu durchqueren, war eine Herausforderung, aber ich konnte nicht einfach nur zusehen, während andere ihr Leben riskieren, um die Borg zu bekämpfen. Jawohl, ich hoffe, du besiegst dein Trauma. Wir sind froh, dass wir dem Kampf beitreten konnten, Admiral. Vielen Dank, ich werde das Angebot von Captain Dex annehmen. Ich denke, die Zeit ist gekommen, dass ich mich meinen Dämonen stelle, wenn man das so sagen kann. Vorerst denke ich jedoch, dass wir in unser eigenes Universum zurückkehren sollten, damit wir unsere Vorgesetzten über die heutigen Ereignisse in Kenntnis setzen können. Ja, wir sehen uns dann zu Hause, Admiral. Sir Jason, Ende. So, Situation unter Kontrolle wurde abgeschlossen. So, durchs Portal. Wo ist das Portal? Da hinten ist das Portal. Fliegen wir heim. Wie fandet ihr die Mission? Könnt's mir gerne, die sich das in der Konserve angucken, die Kommentare schreiben. Und liebe Live-Zuschauer, wie ist eure Meinung zu der Mission und wie haben wir das gemeistert? So, jetzt holen wir uns die Belohnung noch ab. So. Beta schreibt, ich finde sie super. The loss of Brendak Vax, while tragic, was not in vain. His sacrifice, along with your efforts, will keep the Borg of that universe from achieving total supremacy. The battle for the Iconian Alliance is not over yet. Now that we know more about the conflict, we can send reinforcements to assist our allies in their struggle against their terrible enemy. A battle we once thought to be over may be just beginning. We must increase our efforts to thwart the Borg wherever they may strike. Through harmony, we are secure.
Der Verlust von Grendert Bex war tragisch, aber nicht vergebens. Das Opfer, das er gebracht hat, wird gemeinsam mit ihren Anstrengungen die Borg daran hindern, dieses Universum unter ihre totale Kontrolle zu bringen. Der Kampf um die Ikonianische Allianz ist noch nicht vorbei. Da wir nun mehr über diesen Konflikt wissen, können wir unseren Verbündeten Verstärkung schicken, um ihnen gegen diesen schrecklichen Feind zu helfen. Leider ist dieser Kampf, den wir einst als beendet ansahen, gerade erst am Anfang. Wir müssen unsere Anstrengungen gegen die Borg überall dort intensivieren, wo sie zuschlagen könnten. Durch Harmonie sind wir sicher, durch Einheit sind wir stark. So, Belohnung abholen. Vielen Dank und jetzt wieder ein Quartal warten, bis es mit der nächsten Story-Mission weitergeht. So, ich gehe nochmal zum Fazit nochmal kurz hier durch den Live-Chat. Also Peter findet super, der SF-Fan sagt, ich fand sie gut, hab's ja auch schon selbst gespielt. Und der Galaxy-Fan meint, ich fand sie auch toll. Ich hatte richtiges Star Trek-Feeling bei den Cutscenes und bei den Kämpfen. Persönlich fand ich die Mission auch gut. Sie hat eine ordentliche Länge gehabt, sie hat eine schöne Geschichte erzählt, die Cutscenes waren gut. Ich wiederhole mich da auch von Episode zu Episode. Ich finde grundsätzlich, dass sich die erzählerische Qualität der Episoden über die Zeit stark verbessert hat. Ich finde es nach wie vor schade, dass halt in den einzelnen Abschnitten der Veröffentlichung oder der neuen Staffeln eben nicht mehr stets so viele Inhalte kommen, wie das früher mal der Fall gewesen ist. Aber ich denke mal, da werden wir uns langfristig mit abfinden müssen. Ja, ich freue mich sehr drauf und bin gespannt, wie die Geschichte weitergehen wird. Und natürlich werde ich auch auf diesem Kanal ja die weiteren Entwicklungen verfolgen und euch da auf dem Laufenden halten. Und natürlich werden neue Inhalte hier auch immer entsprechend gezeigt. Und deswegen lohnt es sich freilich immer auch ein Abo dazulassen und das Glöckchen zu klingeln. Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.